Also setzen wir. Willkommen! Ja, Folge 4. Boah, ist es 4? Ja. Ist 4. Ankündigung Nummer 4! Ja, heute reden wir. Was reden wir heute? Wir fangen heute direkt an mit Content. Quatschen nicht ganz lang rum. Wir quatschen heute über den nächsten Track, der auf dem Album kommt. Und das Album nennt sich wie nochmal Techno is cool! So, also, Techno ist cool, nächster Track. Titel Nummer 4, Moshpit. Und zwar, Titel Nummer 4? Vierter Angriff? Den wir vorstellen, ja. Titel Nummer 4, den wir vorstellen, würde ich sagen. Achso, ist der auch Titel Nummer 4 auf dem Album? Es dürfte sogar Titel Nummer 4 sein, ja. Dann passt das ja. Ja. Ankündigung Nummer 4 und wir sprechen über den vierten Track auf dem Album. Genau, dazu möchten wir auf jeden Fall erstmal ein Feature vorstellen. Und zwar die Jungs von District 10. Hast du rangeholt? Das ist auf meinem Mist gewachsen. Da wir auf YouTube sehr aktiv sind, sind mir die Jungs aufgefallen. Aber auch schon vorher, weil ich in Berlin auf einer Hausparty war und die Jungs da leicht performen gesehen habe, dachte mir so, geil, jetzt ziehst du mal auf YouTube rein. Und so ist das irgendwie ins Rollen gekommen. Ich hatte halt dann den Song da, dachte mir, einfach so leer. Kannst du ja dann, eigentlich musst du. Deswegen haben wir dir Video mit denen gezeigt. Das war das ja. Nicht auf ein. Nee, das war von Anfang an noch schon Techno gedacht. Nicht das, jetzt irgendwie. Das war ja, auch ja, genau. Am Anfang schon, ja, die Melo. Genau, da dachte ich mir, da muss noch was drauf. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, krass, ja, frag die Jungs einfach mal an. Und die hatten direkt Bock drauf. So ist es dann auch. Wie bist du denn gekommen, dass die Jungs den Track machen sollen? Weiß nicht, ich hatte ihn gerade in der Hand so und habe mir gedacht, boah, so, wenn ich jetzt. Ich habe ja vorher einen Song von den 400 Dinger, heißt der. Und das hat vom Flow her hat so geil gepasst, da habe ich mir so gedacht, ist da auch eigentlich was für uns. So, und dann habe ich den Track gerade bei der Hand gehabt, habe den Jungs einfach mal geschickt. Die fanden den halt geil, ist für die halt auch was Neues, so mit Techno. Ja, wir haben sie ja auch getroffen, wa? Wo wir dieses Jahr in Hannover gespielt haben. Genau, wir haben die Jungs auch. Was war das jetzt? War jetzt erst vor kurzem? September? Frank? September? Ja, und dann haben wir die auch persönlich kennengelernt. Stabile Typen auf jeden Fall. Musikalisch wie menschlich, wie gesagt. Ja, und das Ding ist auf jeden Fall richtig rund. Also, das Endergebnis kann sich sehen lassen. An sich, der Song, wie lange habe ich dafür gebraucht? Auch einen Monat? Ja, der lag eine Weile immer mal ein bisschen. Der lag auf jeden Fall auch eine Weile rum. Aber jetzt, nachdem Eric nochmal seine Fingerchen dran gesetzt hat, oh, ist klingt das. Klingt ja richtig sauber schon, ja. Deliziös. Und weil wir ja jetzt schon so ein bisschen viel Track und wieder was Neues gesagt haben, wir können heute noch was Neues zeigen. Ja. Wir haben dazu einen Special Guest eingeladen. Ja, schön, dass du da bist. Was hast du uns denn da mitgebracht? Aber ist eigentlich scheiße, ja, was du jetzt zu sagen hast, weil du kannst dich erstmal verpissen. Ja, du bist zu früh. Du bist erst im nächsten Video erst. Ja, schön, ne? Unsere Box ist da, also der erste Dummy davon. Ich hab's heute auch zum ersten Mal gesehen, muss ich sagen. Lecker. Du hast ja letzte Woche schon gesehen. Ich hab letzte Woche schon gesehen, ja. Hat eine schöne Größe. Fühlt sich schön an. Ist auch. Manche Leute erkennen das vielleicht. Schwarz-matt. Und hier glänzend das Logo. Kannst du nochmal zeigen? Wie auf der Autogrammkarte. Ja. Sehr schön verarbeitet, detailreich. Man sieht hier an der Seite nochmal so. Es ist wie gesagt nur ein Dummy, der vielleicht ja. Es ändert sich noch. Ist noch ein bisschen man sieht hier an der Seite so wunderbare Filmstreifen von Erlebnissen, die wir erlebt haben. Wenn die Kopfhörer sind, weil das ist nicht hier. Kenn ich auch nicht. Immer so aus dem Verlust-T-Shirt an. Ja. Schön. Ja. Geil, jetzt haben wir das Ding mal in der Hand. Es ist noch leer, ist noch nichts drin. Ihr kriegt die auch leer? Ja, natürlich. Nein, Spaß, die ist voll mit sämtlichen schönen Scheiß. Ja, so, schön. Dann haben wir haben jetzt noch was, weil wir jetzt ja die Box haben und da hinten steht ja was drauf. Wir haben ja letzte Woche. Wie viel? War das letzte Woche? Ja. Nee, das war vor zwei Wochen. Also. Ja, wir hatten ein Gewinnspiel gemacht. Bei YouTube, im letzten Video. Ja. Wo ihr die Chance hattet, die Titel zu erraten, beziehungsweise die Anzahl der Titel. So, und jetzt können wir das auslosen. Es gab viele, viele Antworten, aber nur eine wird richtig sein. Naja, es waren mehrere richtig, aber einer davon eine wird richtig sein. Wir sind schon weit weg heute. Ja. Ist das bequem oder drüben? Abstand, Corona. Und zwar,
Wie viele Titel sind das? Zwei. Nein, Mann. Nein, Mann. Es sind 17. 17 Titel. 17 scheiß Titel. Geil. Wer hätte das gedacht? Darauf ist Deutschland gar nicht vorbereitet. Die 17 könnte man ja auch mit 7 Jahren. 17. Jetzt hast du aber ganz schön viel Fantasie. Naja, war nur Zufall. Also ich habe auch gelesen, dass welche drunter geschrieben haben, 7 Titel wegen 7 Jahre. Nein, dann wäre es nur eine EP. Weißt du, welchen Kommentar ich am geilsten fand? Das war bei Insta. Da hat einer tatsächlich gesagt, 11, weil man sieht es im Techno. Alter, das ist aber auch ein Ding. Das ist richtig. Zeig es doch mal ein Bild. Also, das hätte das selbst ich nicht vermutet. Nee. Nee, weil hier die zwei Striche. Ich wollte gerade sagen, anhand der Buchstaben, die ihr drauf hättet, dann machst du ja auch eventuell. Aber viele haben auch geschrieben 7 bei 7 Jahre. So. Ja, aber dann wär's eine EP. Dann wär's kein Album. Es sind 17 Titel. Jetzt nicht, dass er Tracks und Titel. Es sind 17 Titel. 17! Das soll nicht heißen, dass alle 17 Lieder sind. War doch nicht zu viel. Ja, stimmt, das kommt im nächsten. Naja. Wollen wir jetzt mal gucken hier, wer will wir gewinnen lassen oder was? Ja, hier ist eine 17. Wer hat? FL303. FL303 hat 17 gemacht. Du bist glücklicher Gewinner. Ja! Du bist glücklicher Gewinner unseres Gebrüderwald Adventskalenders. Herzlichen Glückwunsch! Yay. Du kannst jetzt 24 Tage lang Schokolade fressen. Geil, fett werden. Nee, Glückwunsch. Wir schreiben dich an, Leo. Genau. Wir schreiben dir eine Nachricht. In der Hoffnung, du liest. Falls er es nicht lesen sollte und das irgendwie untergeht, werden wir natürlich jemand Neues auslosen. Kann ja immer mal vorkommen, das weiß man ja nicht. Gibt's ja auch im Lotto, ne, dass irgendwer sein Gewinn nicht abholt. Ja, das ist nicht so krass, aber es ist eh. Ja. Krass, was sie wollen. Geil. Alles, alles mitnehmen, was hier. Ansonsten, ja, also. Wir haben geredet. Teamvorstellung Nummer 4, Moshpit mit Distrikt 10. Checkt die Seite von mir auch mal ab. Das sind coole Jungs. Ja. Wir haben über die Box geredet. So sieht's aus. So kommt sie bei euch an. Naja, die kommt nicht so an. Die kommt nicht die so an. Die ist mal eingepackt, aber ihr kriegt sie. So öffnet ihr diese. Genau. Ja, und wir haben die Auslosung gemacht. Also richtig. Wir haben... Ist schön, du bist schon Content. Nächste Woche. Er war ja gerade schon im Video. Der gute Pack dann zu Gast. Warum wohl? Verraten wir euch nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.